In jeder Woche können Sie an dieser Stelle eine neue Sendung HWK TV sehen. Ob ausgefallen oder traditionell, immer stehen die Handwerker im Mittelpunkt, die ein Handwerk zu etwas Besonderem machen. Doch wie fühlt es sich eigentlich an, plötzlich vor der Kamera zu stehen? Wir haben Handwerker begleitet, bei den Dreharbeiten zum neuen Werbefilm der Sanitär- und Heizungsbauerinnung Mittelrhein-Mosel. Eben waren sie noch Handwerksmeister, haben zum Beispiel Haare geschnitten oder für Bad- und Haustechnik gesorgt. Jetzt sind die Handwerker gemeinsam mit dem kleinen Lenny in eine ungewohnte Rolle geschlüpft. Sie haben Rohrzange und Kamm gegen Drehbuch und Requisiten getauscht. Bei den Dreharbeiten muss alles sitzen. Da wird auch schon mal die ein oder andere Szene mehrfach geprobt. Für eine Szene von wenigen Sekunden braucht es da schon mal bis zu einer Stunde, muss doch eine Einstellung immer wieder auch aus verschiedenen Perspektiven eingefangen werden. Eine nicht alltägliche Aufgabe für unsere Handwerker, die es im richtigen Leben doch gewohnt sind, die Dinge möglichst schnell zu erledigen. Jochen Kries aus Dieblich erzählt von seinen Erfahrungen. Ja, wir haben ja ein Beratungsgespräch nachgestellt, also die Kollegen haben mir dann die Kunden gespielt und der Lenny war ja auch dabei. Ja, schwierig war manchmal der Einsatz zu finden, dann, weil man macht es ja doch nicht jeden Tag, doch was anderes mit laufender Kamera, aber das war sonst okay. Sie ist in der Realität Friseurmeisterin. Wenn Christina Wehr, Ausbildungsmeisterin bei der Handwerkskammer Koblenz, zur Schere greift, dann weiß sie auch ohne Drehbuch, wie sie ihren Lehrling den Ausbildungsberuf näher bringt. Die Dreharbeiten waren auch für sie eine spannende Erfahrung. Also es war sehr interessant auch mal zu sehen, wie das vor der Kamera ist, weil normalerweise arbeiten die Friseure ja eher hinter der Kamera, also Maske, ist ja eher so der Aufgabenbereich von den Friseuren. Ja, die Handwerkskammer Koblenz hat uns angeboten, man könne einen Filmbericht für uns vorbereiten, den wir jetzt aktuell zu unserer Veranstaltung am kommenden Wochenende, 19. bis 20. September, Tag der Energie, verwenden können, darüber hinaus für andere Aktivitäten. Das lief also recht kurzfristig. Ist also schnell über die Bühne gegangen und war recht unkompliziert. Die Mitarbeiter der Handwerkskammer sind uns da also recht entgegengekommen und hatten noch gute Ideen. Und ich denke, dass da auch noch was Ordentliches bei rausgekommen ist. Dass die Innung auch über ihre Grenzen hinaus aktiv ist, zeigt sich am 19. und 20. September zum Tag des Bades. Erinnern Sie sich noch? Vor wenigen Wochen haben wir über einen ganz besonderen Handwerker berichtet. Metallgestalter Thomas Schneider schafft mit seinen Balkonlösungen Räume im Freien. So wie bei der Familie Dienel aus Bad Saulheim. Wie es mit deren Balkon weitergeht, erfahren Sie jetzt in Teil 2 unserer Miniserie Handwerk schafft Ausblicke. Im beschaulichen Seibersbach im Hunsrück greift Metallgestalter Thomas Schneider zu Papier und Bleistift. Gilt es doch, den Balkon der Familie genau nach deren Bedürfnissen und Wünschen zu gestalten. Alles wird genau erfasst, Anweisungen zur Ausführung konkret in Form gebracht. In der Werkstatt geht der Balkon anschließend in die Fertigung. Neben Schleifen und Schweißen werden auch die anderen Arbeitsschritte in Handarbeit erledigt. Die Vormontage lässt bereits erahnen, wie der Balkon später einmal aussehen wird. Eine Glasscheibe sorgt später nicht nur für Sichtschutz, sondern gibt dem Balkon auch das besondere Aussehen. Thomas Schneider fasst noch einmal sein Vorgehen zusammen. Nachdem die Statik bei mir eingetroffen ist, der Herr Schnipp hat die Statik für mich berechnet, für den gesamten Balkon, fange ich mit der Konstruktionszeichnung an. Diese mache ich auf Papier, mache es noch von Hand. Ich habe also jetzt hier die Zeichnung erstellt. Damit gehen wir jetzt in die Werkstatt und fangen mit dem Zuschnitt an. In Kürze sehen Sie, wie es weitergeht und die Dienels endlich die letzten Sonnenstrahlen genießen können. Eine aktuelle Meldung habe ich noch für Sie. Auf ihrer Reise durch Deutschland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern Station in Koblenz gemacht. Kammerpräsident Karl-Heinz Scherhack ließ es sich nicht nehmen, sie persönlich zu begrüßen. Übrigens können Sie sich alle HWK-TV-Sendungen noch einmal im Internet anschauen, unter hwk-tv.de. Und sollten Ihnen unsere Handwerker jetzt Lust gemacht haben, Ihren Betrieb einmal im Fernsehen vorzustellen, schreiben Sie uns unter hwk-tv@hwk-koblenz.de.